Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße dich ganz herzlich zu meinem neuen Format Hausgemacht. Und zwar interviewe ich außergewöhnliche Künstler, kreative Schauspieler in Bezug auf ihr Mindset und wie sie es geschafft haben, außergewöhnliche Erfolge zu erreichen. Warum mache ich das? Ich möchte dir Mut machen, dass du deinen eigenen Weg gehst. Ich möchte dir zeigen, dass das möglich ist. Und ich möchte, dass du von den Besten lernen kannst. Und deswegen sitze ich, wie gesagt, mit außergewöhnlichen Künstlern hier und werde ihnen mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, was so ihr Erfolgsgeheimnis ist. Und heute sitze ich mit keinem Geringeren hier als mit Musti. Du wirst Musti wahrscheinlich kennen. Er ist ein Produzent, DJ, internationaler Künstler, bekannt geworden über seinen Song, den er für Tom Jones geschrieben hat, Sex Bomb. Und Grammy nominiert, hat sein eigenes Label seit 23 Jahren, ist ein Urgestein der Hausmusik. Und wenn ich ihn in kurzen Worten beschreiben würde, würde ich wahrscheinlich sagen, er ist konsequent funky und ein Meister der Inszenierung. Und ich freue mich, mit dir hier zu sein. Hallo Musti. Hallo Nina. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Vielen Dank für die Möglichkeit. Selbstverständlich. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ja. Ich darf mit so tollen Menschen meine Zeit verbringen und kann das spontan machen. Habe mir das ja lange erarbeitet, sage ich mal. Du machst das ja auch selbstständig und das ist, das würde ich nie wieder tauschen wollen. Deswegen geht es mir gut. Das glaube ich dir. Mhm. Musti, sag mal, wenn du sozusagen, also wie gesagt, ich möchte, mein Anliegen ist es einfach, Künstler zu inspirieren oder ihnen eine Möglichkeit geben, sich inspirieren zu lassen. Und du hast nun echt außergewöhnliche Erfolge über die Jahre ja auch aufrechterhalten. So, wenn du so guckst und sagst, was ist so dein Erfolgsrezept? Was ist so das, was dich so über die Jahre auch wirklich so hat beständig da sein lassen? Kannst du das sagen? Es ist natürlich subjektiv und normalerweise kann ich schlecht über mich selber beurteilen, aber ich würde mal sagen, also was ich gerne, hast du auch in unseren Gesprächen gemerkt, was ich gerne sage, ist so Learning by Burning. Mhm. Also so ein bisschen Augen zu und durch und unbequeme Situationen helfen mir da extrem. Also wenn ich ganz kurz ausholen darf, mein Vater war Mediziner, sprich meine Laufbahn war eigentlich vorgezeichnet, der wollte, dass ich das auch mache. Ah, okay, und habe aber zwischenzeitlich Musik gemacht, habe das auch nie so richtig ernst genommen und habe dann auch quasi, war damit d'accord, zu sagen, ich studiere Medizin, habe dann mein Knie gebrochen beim Baseballspielen, also konnte diesen Medizinstudienplatz nicht antreten und habe dann Wirtschaftswissenschaften gemacht, weil mein Vater gesagt hat, rumgehangen wird nicht in der Zeit, ne, bis du dann wieder fit bist. Aha. So, und dann irgendwann hast du natürlich schon so, dass dann so eine Dynamik in dir, also irgendwas spricht aus dir, wo du so sagst, nee, eigentlich, du fühlst dich nicht wohl. Mhm. Und dann diesen Mut auch irgendwann aufzubringen, zu sagen, gegen einen relativ autoritären Vater, der natürlich für dich das Beste will, so gar keine Frage, aber dann den Mut aufzubringen, zu sagen, Daddy, eigentlich, nee, ich mache jetzt mal Musik. Und dann, das Geschrei war groß, weil er natürlich gesagt hat, oh mein Gott, jetzt wird mein Sohn ein langhaariger, kiffender Musiker irgendwo in einem verrauchten Übungsraum und er das lustigerweise erst begriffen hat, nachdem ich das ja schon über 10 Jahre gemacht habe, als ich 1998 für den Grammy nominiert wurde und dann unser damaliger Oberbürgermeister ihm ein Gratulationsschreiben geschickt hat und nicht mir und sagte, oh, Gratulation in ihr Sohn, und dann stand er mit Tränen in den Augen mit diesem Brief vor mir und hat gesagt, ich wusste ja nicht, was du machst. Ja, und das ist so symptomatisch. Also man weiß einfach nicht, was andere Leute machen. Manchmal weiß man selber nicht, was man macht. Und da sich aber so durchzuboxen und dann auch mal so ein paar Schrammen zu holen und dann sagen, okay, ja, und dann aber weiter jetzt irgendwie. Und auf einmal sind wir hier jetzt, wie du gesagt hast, 23 Jahre später und wir haben eigentlich das ohne Masterplan, was wir so gerne machen, haben wir jetzt eigentlich verwirklicht und schauen eigentlich so nach den nächsten Projekten, die man so machen kann. Ja, das ist Wahnsinn. Also was ich spannend daran finde, ist, das erlebe ich auch, diese ältere Generation hat halt schon ihre Vorstellung von, was ist Erfolg und was ist nicht Erfolg. Ne? Mhm. Und ich finde es spannend, wenn du sagst, er wusste gar nicht, was ich mache und durch diese Grammy-Nominierung ist das dann sozusagen zum Vorschein gekommen. Wurde es dann nochmal so absolut, ja. Offiziell bestätigt. Ja, ja. Wie ist das mit dem Erfolg? Also ich stelle mir das so vor, wenn man so durch die Decke geht, wie das bei dir ist und war. Was macht das mit dir persönlich? Wie ist da so, wie schaffst du es, dich zu erden? Und, ne, weil du kommst ja wahrscheinlich
Das hat ja auch eine gewisse Dynamik, ne? Du kommst in ganz andere Kreise rein. Also es hatte Dynamik. Ich kann mich an, also wie gesagt, der erste große eigene Erfolg war ja Horny. Das war ja auch 98. Ja. Und das war dann so die Zeiten von Viva und MTV, wo dann das erste Mal auch im TV gelaufen bist. Und da habe ich, das habe ich so, ich kann mich an eine Szene in einem Hauptbahnhof, wo ich dann halt so lang gehe und die Leute gucken sich so nach dir um. Und komisch. Und das war so das erste Mal, wo ich so Erfolg unangenehm wahrgenommen habe. Mhm. Wo ich ja gesagt habe, irgendwie, das fühlt sich komisch an. Und weil ich mochte es eigentlich immer so meine Musik. Ne? Die hat so für mich gesprochen und jetzt fanden die Leute gut oder nicht gut. Und das war so meine Definition von Erfolg. Und Erfolg kannst du ja, Erfolg ist ja, ist das ein kreativer Erfolg? Hast du irgendwas geschaffen? Mhm. Ist es ein finanzieller Erfolg? Ist es, I don't know. Also irgendwie, es gibt ja so verschiedene Erfolgsarten, sage ich mal. Und für mich ist halt einfach mittlerweile wichtig, dass ich sage, okay, ich habe jetzt schon natürlich mehr was aufgebaut, das ist gut, aber ich möchte natürlich auch viel zurückgeben und diesen Erfolg messe ich so ein bisschen auch in meinem eigenen, also wie glücklich bin ich mittlerweile damit, ne? Macht mich Erfolg glücklich? Macht mich das glücklich, dass ich hier die Möglichkeit habe, auch mal junge Menschen einfach so Tag der offenen Tür mäßig zu sagen, hier komm rein? Und nicht ganz uneigennützig, weil ich natürlich auch sage, ich lerne von denen auch. Absolut. Und ja, so hat sich auch so ein bisschen die Qualität von Erfolg so ein bisschen weiterentwickelt. Früher war es tatsächlich vielleicht einfach nur so, man wird erkannt oder du hast jetzt einen Tausender mehr auf dem Konto, zu mittlerweile, okay, man hinterlässt Spuren tatsächlich. Spuren und vielleicht auch mal etwas, woran sich Leute erinnern. Und jetzt ist es ja so in jeder Karriere, also ich glaube, bei jedem Erfolg gibt es ja immer Auf und Abs. Ne? Also es gibt so Zenite und dann wird die Leinwand wieder weiß und dann erfindet man sich neu. Und da geht es auch darum zu schauen, okay, wie geht es für mich weiter? So, wie gehst du mit diesen Prozessen um? Also auch da, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Nina, weil ich glaube, das ist für Künstler sehr schwer, weil du einfach natürlich dich irgendwann auch an so Erfolg gewöhnst. Absolut. Und sagst, das wird ja auch immer so sein. Aber dieses immer so ist halt gefährlich. Ne? Indem du halt wirklich so... du wirst dann irgendwann, gewöhnt man sich halt Sachen, man wird faul. Und deswegen finde ich gerade so, wenn es auch so diese Sinuskurven gibt, ja, und dann auch teilweise auch Zeiten, die halt nicht so gut sind, finde ich für Künstler extrem wichtig. Weil ich oft so denke, wenn du satt bist, kannst du keine gute Kunst machen. Oder zumindest, vielleicht nicht pauschal, aber zumindest irgendwie ist es schon interessant, irgendwie aus einer Notwendigkeit Musik zu machen. Wenn du sagst, irgendwie, es spricht aus dir raus oder du sagst, es brennt und ich so, ach, ich mache jetzt mal ein bisschen heute, bevor ich wieder meinen Champagner schlürfen gehe. Und das funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Ja, und ich glaube so, also ich will es nicht Misserfolg nennen, aber schon diese mal so eine Phase der Besinnung und auch saisonales Arbeiten. Das finde ich also in meinem Bereich ganz wichtig, weil ich mittlerweile sage, ich bin nicht nur eins, sondern bin Musikkomponist, bin Produzent, bin DJ, spiele gerne live, bin Geschäftsmann. Und wenn du das saisonal machst, also wenn ich angenommen, ich habe jetzt mal drei Wochen irgendwie am Stück an der Filmmusik gearbeitet, dann sage ich so, ich kann nicht mehr, ich will jetzt irgendwie raus auf die Straße und Club rocken. So, dann machst du das wieder, sagst du, oh, jetzt wieder genug. Und ich glaube, da hat man dann auch wieder Lust auf das Nächste wieder. Also so versuche ich mich so ein bisschen wieder frisch zu halten. Ah, das ist so diese Vielseitigkeit, auch diese unterschiedlichen Rollen. Du hast gerade gesagt, du hast gerade von dir als Remixer, Produzent, Songwriter, Geschäftsmann gesprochen. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache, gerade für die Künstler. Wie geht das mit dem Geschäftsmann und dem Künstler? Wie passt das für dich zusammen? Weil ich vielleicht als Hintergrund, ich erlebe viele Künstler, die Sorge haben, sich zu vermarkten. Also die machen tolle Kunst, wahnsinnig schöne Sachen, aber haben irgendwie das Problem mit dem Geschäftsmann. Wie ist dir das gelungen, das zu vereinen? Also ich kann meine Kollegen, diese Künstler natürlich nachvollziehen, weil natürlich alles andere vermeintlich, was du anderes machst als die Kunst, scheint dir ja Zeit zu klauen für die Kunst. Ja, dass du dann sagst, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Geschäftsmann bin, kann ich nicht mehr so viel Kunst machen, nicht mehr so toll malen, Bücher schreiben, Musik machen. Aber ich glaube, der Prozess ist ganz wichtig, weil irgendwann hast du halt Erfolg. Man muss ja auch gucken, was machst du aus diesem Erfolg, wie bringst du es weiter. Mündigkeit finde ich mittlerweile extrem wichtig, weil wenn du so, guck dir so einen Jimi Hendrix an in den 70ern, der im Prinzip irgendwie mal Geld von seiner Plattenfirma gekriegt hat, viel mehr verdient hat, nie wusste, was er da genau macht irgendwie. Und das finde ich auch wichtig, dass man eigentlich auch mitkriegt, was die Kunst eigentlich so erwirtschaftet. Was man mit der Kunst machen kann. Ja. Und mein Anliegen zum Beispiel ist es so, ich muss mit meiner Kunst Geld verdienen, weil ich mit dem Geld meine weitere Kunst wieder finanziere.
Also du bist irgendwie dein eigener Mäzen. Ja? Ja. Das ist, finde ich, für Künstler auch wichtig zu verstehen. Du kannst natürlich, also wenn du vor 300 Jahren, wenn ich irgendwie Michelangelo in Florenz, weil da weiß ich, die Kirche, die wird mich schon irgendwie sponsern. Mhm. Ich male da so ein paar Dinger und ich muss mich um nichts sorgen. Super, ist aber heutzutage nicht mehr. Ja? Mhm. Also insofern will ich 21. Jahrhundert. Und da muss man natürlich schon gucken, irgendwie, dass man seine Kunst vermarktet, dass man sich selber vermarktet und das auch finanziell oder mit einem Businessplan ruhig steuern darf, finde ich. Ja, ich finde eine Sache schön, die du gesagt hast, und das ist so in die eigenen Hände zu nehmen, wirklich diese Selbstverantwortung auch zu übernehmen, weil ich glaube, der Mensch fühlt sich einfach freier und selbstbestimmter, wenn er selber entscheidet, und wir entscheiden jeden Tag, jede Sekunde. Und häufig haben wir die Idee, ich werde gemacht, also ne, die äußeren Umstände haben dazu geführt, dass. Aber es ist Quatsch, wenn man genau hinguckt. Es ist ja jede Sekunde eine Entscheidung, die man trifft. Und eine Sache würde ich gerne noch hinzufügen, das klingt jetzt alles immer so, ja, Künstler und ich und so weiter und so fort, aber ich glaube schon an Erfolg im Team. Ah ja. Also auch wenn du selber dann auch Ahnung von Geschäften hast und so weiter und so fort, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man sich auch irgendwann mit Leuten zusammentut oder zumindest weiß, okay, der ist gut, mit dem kann ich da zusammenarbeiten. Man muss nicht alles immer selber können. Das ist eine schöne Sache. Man muss nicht immer alles selber können. Das ist so ein bisschen, klar klingt das immer toll und wir schaffen das und so, das ist eine Zeit lang auch ein tolles Goldgräbertum-Gefühl. Mhm. Aber irgendwann musst du dann auch einfach sagen, okay, eigentlich schaffe ich mehr, wenn ich Sachen abgebe. Und das, da muss man wahrscheinlich aber auch erst hinkommen, ganz oder? Ganz genau, auch Learning by Burning. Genau. Worin, wonach wählst du, wie ist das so bei deinen Teammitgliedern, wonach wählst du die aus? Du kannst es Schicksal nennen, aber wahrscheinlich ist es nicht so, dass man dann irgendwie dann doch zusammengebracht wird oder Leute empfehlen einen oder man trifft sich auf Veranstaltungen und sagt, ey, da passiert irgendwas, man hat gemeinsame Themen, also irgendwie passiert so, es ist selten, dass wir so eine Ausschreibung machen oder irgendwie sagen, guten Tag, wir suchen jetzt irgendwie, sondern irgendwie passiert es dann. Auf einmal ist ein ehemaliger Praktikant hier und leitet dann irgendeine Abteilung oder so. Das kann alles passieren. Ja, sehr schön. Ja, das ist es im Prinzip auch, was du gesagt hast, einfach auch zu gehen und es zu machen und zu tun. Ne? Das sage ich häufig auch. Ich meine, selbst dieses Projekt, wie viele Leute da involviert sind. Ne? Ein Phil Fultner, der uns zusammengebracht hat, hier ein Tobi Freier, liebe Grüße. Ein Tobi Freier, der hier die Kamera macht. Ne? Das ist auch ein Teamwork. Und ich finde das so spannend, im Nachhinein zu beobachten, zu sehen, wen man wann getroffen hat und was dann da auch draus werden kann. Mhm. Das hätte man nie antizipieren können, das hätte man nie planen können. Genau. Das ist im Prinzip auch so, diese Widmung, sich dem Moment auch ein Stück weit zu widmen, denke ich. Genau, ne? Und auch ein bisschen so zulassen und so. Und, ja. Ne? Wenn du heute nochmal starten würdest, weil viele sind ja wahrscheinlich dann auch am Beginn ihrer Karriere, was wäre so das, wo du sagen würdest, oh Mensch, wenn ich das früher gewusst hätte, das wäre eine schöne Sache gewesen? Also da ich ja wirklich Fehler schätze und ich glaube aus Fehlern, ich versuche zumindest aus Fehlern zu lernen und das auch mitzunehmen und Sachen besser zu machen, würde ich fast sagen, ich würde alles genauso machen, wie ich es gemacht habe. Schön, ja. Aber ich würde eher den Mut gehabt haben gerne, mich in die Musik zu stürzen. Weil es war ja damals, ich hab ja quasi dann mit 18 mein Abi gemacht und dann war ja gleich, wie gesagt, ne, die Geschichte von meinem Vater, wo ich dann gesagt habe, hier, jetzt musst du studieren und dann gleich sollst du dann am besten aus der Schule wieder in die Schule gehen, ne, in die Uni. Und da so, ich glaube, ich war 25, als ich dann gesagt habe, irgendwie, ne, Notbremse und jetzt, ich probiere mein Ding. Und ich glaube, hat man auch heutzutage, glaube ich, bessere Möglichkeiten, auch, also habe ich ja damals nicht gehabt mit Internet und so, dass du auch mal guckst, okay, was machen denn Musiker so? Ne? Ach, da ist ja einer in Japan, der macht ja lustige Sachen und ach, der ist ja auch nur so jung wie ich und so weiter und so, weißt du ja alles gar nicht. Na, und das ist heutzutage schon besser und ich finde, man kann ruhig auch nach der Schule einfach mal so ein Jahr abspacken und einfach mal irgendwie gucken, ne, so, was passiert? Du kannst immer noch irgendwie mit 22 studieren oder wie auch immer und das hätte ich mir, glaube ich, eher trauen sollen. Also einfach so ein bisschen auch mal ruhig selber mal auf sich hören. Ja, und du hast da ja auch einen mutigen Schritt gemacht, ne? Also da brauchst du ja auch innere Kraft für, um so gegen die Glaubenssätze deiner Familie zu gehen. Also ich hätte nie gedacht, dass das eigentlich, das habe ich später begriffen, wie mutig das ist eigentlich. Ja, es ist ja mega mutig. Ja, also glaubt man ja immer nicht. Und dann bist du so ein junger Spund irgendwie. Und ja, also das hätte ich trotzdem aber eher, ich glaube, die Leute heute können schon eher irgendwie mal sagen, nee, ach, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, und das ist schön. Ich muss immer an den Dalai Lama denken. Der hat gesagt, bedenke, dass großer Erfolg und große Liebe mit großem Risiko verbunden sind. Mhm. Ne? Und das ist ja im Prinzip auch, traue ich es mir zu, ne? So einen vorgegebenen Weg einzuschlagen. Dann kann man wenigstens sagen, ja, das hat leider nicht funktioniert. Ne? Mhm. Ja, Papa, ich habe jetzt alles studiert
und jetzt bin ich mittelmäßig erfolgreich. Mhm. Dann zu sagen, ich setze auf die brotlose Kunst, wie es ja manchmal heißt, und gehe meinen Weg und vertraue mir und diesem Ruf, den ich da habe, und mache das möglich, da ist ja Risiko dabei. Wenn es in die Hose gegangen wäre, hätte der Papa vielleicht gesagt, Mensch, Kind, habe ich dir direkt gesagt, ne, mach Medizin, ne, Junge. Genau. So, ne? Genau. So, und das finde ich toll und das finde ich schön, dass du das geteilt hast, weil das ist so Querdenken, ne? Das ist wirklich auch gegen Strukturen und den Status quo angehen. Aber unbewusst, ja. Und in so einem zarten Alter. Und ich finde, nochmal, ich glaube, heutzutage hast du einfach so Strömungen und auch neue Gedanken, wie, also ich meine, du musst, eigentlich soll man da Spaß an der Sache haben, die man da macht. Und ich sage immer jetzt ganz naiv natürlich, weil es nicht so einfach ist. Aber wie schön wäre es, wenn du eine Kassiererin bei Aldi an der Kasse hast, die immer sagt, ich mache das, was ich hier mache, gerne. Ja, also so ein bisschen selbstbestimmt auch. Nicht nur so sagen, oh, und jetzt muss ich mir einen Job suchen und irgendwie mal gucken, sondern schon auch einen Job suchen, wo man sagt, das bin ich so ein bisschen. Absolut. Ich glaube auch, wenn du wirklich, also wenn du in die Höchstleistung gehen möchtest und in die Brillanz gehen möchtest, musst du sowas haben. Weil dieser Weg auch, ich meine, das kannst du nochmal schildern, wie das bei dir war, das ist ja nicht einfach nur eine reine Erfolgsstory, sondern was ja häufig passiert, man fällt 100 Mal hin und hat 100 Projekte, die nicht funktioniert haben, bis das 101. durch die Decke geht. Ne? Hast du vollkommen recht. So. Ja. Und das bedarf auch einer enormen Disziplin. Und ich finde, Disziplin ist ein zweischneidiges Schwert, weil Disziplin kann dich zerstören, wenn du im falschen Becken bist. Also wenn du nicht das machst, was wirklich deine Seele sich wünscht, so sage ich immer. Aber wenn du das machst, wo du von Herzen bist, dann heißt das nicht automatisch, dass der Erfolg vom Himmel fällt. Ja, sondern das ist das Ergebnis von wirklich Disziplin und knallharter Arbeit. Ja, zu tun, absolut. Ne, so ein bisschen. Und da du es gerade angesprochen hast, also im Prinzip war tatsächlich die Gründung von Peppermint Jam, also meinem ersten Label, was es halt immer noch jetzt gibt seit 23 Jahren, das war eine Reaktion von uns auf die damalige Musikszene, weil wir haben damals im Prinzip Vocal House gemacht. Also und damals in den, was war das, Anfang 90er, war Trance und Techno in Deutschland, das war so die Musik. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen aber was anderes machen. Also und alle anderen Musikfirmen haben gesagt, wir brauchen euer Zeug nicht. Also okay, machen wir selber. Ja, richtig. Dann, wenn uns keiner rausbringt, machen wir selber. Dann machen wir es halt mit Partnern, wie gesagt. Also gemeinsam ist man stark. Aber wir haben aus dieser Not heraus, weil uns keiner wollte, haben wir das selber gemacht. Und geil. Auf einmal ne, mit Vinylen und dann auf einmal kriegst du, wie gesagt, damals noch kein Internet, oder dann kriegst du dann irgendwie per, was weiß ich, was es damals gab, Fax oder irgendwas. Resonanz aus Amerika, aus China, dass sie dann sagen, ey, geil, ist das, ne? Also so Wahnsinn. Geil, und dann merkst du, okay, also irgendwie, es gibt schon immer so, jeder kann sich seine Nische schon irgendwie erarbeiten. Und dann natürlich, wie du sagst, auch ein bisschen Handwerk, ein bisschen auch Sachen lernen, machen, tun, aber du kannst schon so ein bisschen auch dafür sorgen, dass sich schon irgendwann der Trend kreuzen wird, ne? Dass du nicht einem Trend hinterherrennst, sondern einfach so machst und dann irgendwie, du musst es sein, was ne? Derjenige, der es der hinter der Sache steht, sage ich mal, und dich nicht so von anderen leiten lassen. Ja, absolut. Und ich glaube, da brauchst du auch eine gewisse, auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Und das fühlt sich dann vielleicht auch manchmal, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber vielleicht auch manchmal so an, dass man denkt so, oh, ist es jetzt tatsächlich so? Ne? Bin ich jetzt hier völlig größenwahnsinnig vielleicht, das zu wagen? Und hier völlig quer zu denken und zu sagen, okay, die wollen unseren Sound nicht, aber wir glauben trotzdem dran und wir machen unser eigenes Label. Und ich meine, ein Label seit 23 Jahren, ist ja Wahnsinn, ne? Gerade durch die Veränderung, durch die Musikszene auch gegangen ist. So. Und da an sich zu glauben und trotzdem zu gehen, vielleicht auch manchmal mit wackeligen Knien, wo man vielleicht selber denkt, so, oh, weiß nicht, ob es irgendwie funktioniert. Ne? Das denke ich, ja, das hast du da bewiesen. Und das, absolut. Ja, das macht den Unterschied einfach. Ja, also, aber da nochmal, wenn man so ein, zwei Gleichgesinnte um sich herum hat, das kann auch nicht so richtig schaden. Nee, genau. Und meine Freundin, oder eine Freundin von mir, Eva, hat mich heute gefragt. Sie hat gesagt, ich habe gesagt, ich gehe zu Musti. Also sie frag ihn mal wann wieder. Er soll mal wieder was rausbringen, hat sie gesagt. Liebe Eva, es kommt ganz, ganz bald was. Ja, ja, ich mache natürlich immer viel Musik. Und das ist natürlich so ein bisschen immer der Fluch von Musikern. Also wenn Sting gerade eine Platte gemacht hat und dann zwei Jahre nichts macht, dann sagt er, wo ist denn der jetzt gerade? Dass so ein Typ auch mal im Studio ist und arbeitet an einer neuen Platte. Und bei mir ist es halt, weil ich kein typischer Künstler bin in dem Sinne als Solokünstler, sondern ein Produzent. Also ich mache mal eine Tatort-Filmmusik, dann mache ich eine andere geil. Filmmusik, dann mache ich mal produziere für ein Hausstück und das macht mir halt Spaß, diese Saisonale.
was natürlich für jeden Marketing-Profi eine Katastrophe ist, weil die immer sagen, die kannst du ja nicht greifen, den Typen, aber das bin die ich die brauchen mal. Auch Herausforderungen. Ganz genau. Und ich bin dran, aber für mich ist es halt auch wichtig, dass man, und das ist natürlich auch nochmal so ein Ding, ich glaube, das ist egal, ob du da Künstler bist oder Geschäftsmann, Vorstand, Führungskraft, wie auch immer, also schon gucken, dass man so ein bisschen an einem Alleinstellungsmerkmal arbeitet. Mhm. Also wenn ich jetzt was rausbringe, dann soll es auch so ein bisschen was sein, wo die Leute sagen, ah, okay, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Mhm. Aber so dieses, ne, wenn so nach dem Motto, ja, stört dich beim Bügeln, dann hast du was falsch gemacht. Ja, verstehe ich. Also ruhig Scheiße finden, dann bin ich aber trotzdem happy. Oder gut finden, bin ich noch happier. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass du selber es geil findest. Genau. Ne, dass du selber sagen kannst, Leute, ihr könnt es feiern oder lassen. Genau. Ich finde es geil. Genau. Und das ist ja meistens, auch meistens, glaube ich, die Nummern, die dann absolut. Auch funktionieren. Absolut, ne? ja. Wenn wir jetzt groß denken, ich lade meine Leute immer gerne ein und sage, sei ruhig mal größenwahnsinnig. Mhm. So jetzt du hast, also wenn man von außen drauf guckt, er hat im Prinzip alles erreicht, er kann hier ganz entspannt sitzen und alles ist easy. Aber wo siehst du dich in 5 Jahren, wenn du sagst, ich bin heute mal größenwahnsinnig? also eine Sache habe ich mittlerweile auch gelernt, never say never. Mhm. Aber trotz alledem bin ich noch extrem verliebt in meine Musik. Also im Prinzip, egal was ich mache, und das Schöne ist ja, dass ich mittlerweile ja auch Felder kreuzen. Also du kannst ja nicht mehr sagen, ich mache nur noch meine Musik. Musik hat heutzutage mit kulinarischen Genüssen zu tun, mit Mode, mit Fernsehen, mit Werbung, mit whatever, Business im Allgemeinen, ja. Lifestyle. Und da gibt es ja viele, viele Felder, die man eigentlich im Prinzip noch beackern kann. Ich finde es auch interessant, eventuell an einem Fernsehkonzept zu arbeiten mit und für Musik. Weil da im Moment gar nichts am Start ist. Mhm. Und da kannst du sogar auch gucken, was man da, ob du mit einem coolen Koch zusammenarbeitest und eine geile Show machst, wie auch immer. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Und ansonsten natürlich, wer nicht bei 3 auf dem Baum ist, kriegt von mir ein Lied verpasst. Ne? Also das möchte ich noch. Ja, wir bitten drum. Auf jeden Fall. Das möchte ich natürlich noch kultivieren und machen. Also ansonsten sind wir auf einem guten Wege. Wir haben ja mittlerweile eine zweite Plattenfirma, SPV, arbeiten weltweit, machen so Künstler wie Snoop Dogg, Kaiser Chiefs. Motorhead, Scorpions, also im Prinzip musikalisch komplett offen und das einfach noch offener machen, vielleicht die nächsten neuen tollen Künstler entdecken und so, das macht mir Spaß. Ja, sehr schön. Musti, tausend Dank für diese Möglichkeit. Das war sehr schön. Können wir das noch 2 Stunden so weiterziehen? Super gerne. Ja, vielen Dank, dass du die Möglichkeit gegeben hast und ja, super. Sehr toll. Gerne. Ich denke, da kann der ein oder andere Künstler ganz viel für sich rausziehen. Toll. Und das war im Prinzip ja auch das Anliegen. Ja, vielen Dank. Ja, das war die erste Folge der Serie Hausgemacht. Und es werden weitere Folgen, also bleib dran. Und ich freue mich auf dich. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Bis dann. Ciao.